Hallo, willkommen. Das ist Dacrela, meine kreative Bastelshow. Und ja, wir haben im Moment eine 30-Tage-Bastel-Challenge laufen. Heute ist der dritte Tag und auch heute packen wir uns natürlich unseren Koffer und nehmen uns natürlich unsere Papierreste mal vor. Und wir basteln heute wieder klassisch, ja, das, was natürlich auch in dieser Challenge auch Schwerpunkt natürlich sein wird, die ganze Zeit, natürlich nicht nur. Wir machen heute wieder Karten. Und zwar machen wir winterliche Geburtstagskarten. Die können wir ja jetzt in der Jahreszeit eigentlich am besten gebrauchen. Also einmal Perspektivenwechsel und dann viel Spaß beim Nachbasteln. So, bevor ich mich um das Papier kümmere, kümmere ich mich jetzt erstmal um die Kartenrohlinge. Das heißt, ich nehme wieder einen A4-Bogen und teile den einmal in der Mitte. Dann werden die A5-Bögen einmal gefalzt in der Mitte. Und so bekomme ich zwei weiße Karten. Wenn ihr weiße Kartenrohlinge habt, könnt ihr natürlich auch die nehmen. Und wir haben unsere Kartenrohlinge. Als nächstes habe ich hier, ja, das ist so ein Glitzer-Cardstock. Den habe ich mir schon zugeschnitten auf 10x14 cm. Und ja, den finde ich sehr edel. Passt zu so einem winterlichen Kater auf jeden Fall, wie ich finde. Den werde ich mir jetzt aber prägen. Wenn ihr keine Prägemaschine habt, dann könnt ihr diesen Schritt natürlich auslassen. Hier habe ich jetzt diesen, ja, gepunkteten Prägefolder. Den nehme ich eigentlich auch ganz gerne, wenn ich Schnee simulieren möchte. Ja, meine Präge- und Stanzmaschine, die fällt auch bald auseinander. Aber solange es noch geht, benutze ich sie natürlich. So sieht das jetzt aus. Ich finde das richtig schön. Wie Schneegestöber. Und so sieht das ursprünglich aus. Die Struktur geht natürlich ein kleines bisschen verloren, die man ja schon ursprünglich bei diesem Cardstock hat. Aber das macht mir jetzt in dem Fall nicht. Wobei, ich kann ja nur eine Karte machen. Die andere lasse ich ungeprägt. Dann haben wir auch zwei verschiedene Karten. Ja, der eine oder andere, der wird wissen, ich benutze auch gerne mal hier dieses Drahtband Oganza, was so ein bisschen auf alt aussieht. Das werde ich bei der rechten Karte nehmen. Ich habe mir das jetzt hier schon mal zusammengelegt. Ja, das werde ich da benutzen. Ist auch nur noch für eine Karte quasi drauf. Ist also auch mal wieder ein Band, was ich Reste verbasteln kann. Das klebe ich jetzt oder fixiere das jetzt einmal auf meiner Doppelkarte. Und jetzt klebe ich direkt diesen Hintergrundkarton auf. Ich werde die Karten diesmal so rumgestalten, dass wir also eine breite Fläche von vorne haben. Ja, das gefällt mir schon als Grundlage. Hier bei der Karte werde ich kein Band nehmen. Das reicht mir schon ohne, weil dieses Gepunktete auch schon sehr stark rauskommt. So, hier kommt dann das drauf und hier kommt dann dieses Papierrest drauf. Die sind beide, wie ihr seht, unterschiedlich groß, aber das macht nichts. Sind ja auch zwei verschiedene Karten.
Ich möchte das Ganze auch noch ein bisschen farbig gestalten, wobei das natürlich noch sehr edel aussieht. Aber ein bisschen Farbe finde ich gar nicht ganz schön. Das heißt, ich nehme einmal mir diesen Marker und ich brauche natürlich auch ein Lineal. Und jetzt werde ich einfach mir rundherum einen Rahmen bzw. einen Rand machen. Dafür nehme ich die breite Spitze von dem Stift. Habe ich jetzt dreimal gemacht, damit es ein bisschen dicker wird, sonst habe ich das zu dezent und zu zart. Man kann das Ganze natürlich auch mit einem grünen Fotokarton unterlegen. Das wird natürlich auch gehen. Aber ich mache das jetzt mit dem Stift. So bekommt die Karte auch einen passenden Rahmen. Ja, das ist ja der dritte Tag der Challenge. Und ich bin mal gespannt, was wir in den nächsten Tagen so basteln. Ein paar Sachen habe ich mir schon überlegt, aber noch nicht alle. Seht ihr? Und schon haben wir so einen farblichen Highlight. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Das werde ich aber auch für die nächste Karte auch noch machen. Auch wieder in Grün. Man könnte natürlich jetzt da eine andere Farbe wählen, aber ich nehme die gleiche Farbe. Bastelt ihr überhaupt winterlich angehauchte Geburtstagskarten oder lasst ihr das lieber neutral? Ist ja auch was Besonderes. Es soll ja nicht aussehen wie eine Weihnachtskarte, aber gleichzeitig kann man auch so ein bisschen dieses Winterliche mit einfangen und mit verbasteln, finde ich. So, jetzt nehme ich mir einen zum Geburtstagsstempel. Ihr könnt natürlich daraus auch eine Weihnachtskarte machen, aber ich wollte ja Geburtstagskarten daraus machen. Stempel ich einmal in Schwarz auf. Jetzt nehme ich mir dieses 3D-Schaumklebeband. Dann bekommen wir so einen leichten 3D-Effekt, weil es ja so ein bisschen absteht. Bei der Karte ganz genauso. Jetzt gucke ich noch mal in meine Restekiste. Und zwar suche ich entweder Silber. Hier haben wir zum Beispiel Silber. Oder ich suche irgendwas. Hier so ein Glitzersilber wird auch noch gehen. Oder etwas mit Weißglitzer. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas finde. Das ist der Karton, der unten drunter ist. Den könnte ich natürlich oben auch noch mal drauf alternativ nehmen. Ich gucke mal, ob ich noch was anderes finde. Ist auch ein sehr schönes Papier. Das könnte ich auch nehmen. Aber ich gucke erstmal weiter. Ja, so ein Papier wäre gut. Aber das ist kein Rest, den ich nehmen kann. Sollte ja auch passen. Aber hier, schaut mal. Ha, das geht doch. Da muss ich mir jetzt noch ein Stück abschneiden. Und dann schauen wir mal, ob der Locher das schafft. Oder wäre es zu glitzerig? Ah, nee. Das gefällt mir nicht. Nee, lasse ich direkt weg. Da finde ich das andere schöner. Einheitlich oder in Silber. Ich glaube, ich werde in Silber nehmen. Ich kann ja auch beides mal auslochen. Ja, so kann ich es nehmen. Da haben wir einmal für den. Und bei dem mache ich einfach so ein
Schneemann hin. Finde ich jetzt auch ganz witzig. Wobei der natürlich verhältnismäßig klein ist. Ach nee, das lasse ich. Dann habe ich hier noch Fotokartonrest und dann nehme ich mir diesen Anhängerstanzer und mache mir da noch ein kleines Schildchen. Hier kommt nur so ein einfacher Kristall hin. Den klebe ich auch schon direkt auf. Dann nehme ich ein kleines bisschen Flüssigkleber für. Einmal hier in die Ecke. Und da klebe ich dann noch passend hier so einen Stern auf. Auch noch so ein bisschen Glitzer. So, das ist die erste Karte, die ist jetzt einfach und fertig. Und bei der, ja, da gucke ich jetzt noch mal, da muss ich auch noch mal was machen. Erstmal kommt hier oben vielleicht ein Loch rein. Und dann ziehe ich da noch so ein Bändchen durch. Das ist ein bisschen groß, aber ist auch ein Kordelriss, den kann man trotzdem nehmen. Ihr müsst einfach das Stück wieder auseinanderziehen, seht ihr? Da könnt ihr euch da die Breite selber bestimmen, wenn ihr da so ein mehrstrangiges Ding habt. So, so ist das genau richtig von der Breite. Ja, so gefällt mir das. Da ziehe ich die einmal durch. Und das wieder zurück. Dann habe ich da so ein Bändchen, das kann dranbleiben. Ist natürlich ein bisschen lang, werde ich gleich noch einkürzen. So, jetzt kürze ich hier dieses etwas ein. So kann ich es lassen, glaube ich. Jetzt brasche ich den Rand etwas an. In Grün. Ich glaube, das ist eine passende Farbe. Ja, passt. Also ein ganz kleines bisschen dezent nur. Jetzt habe ich in meiner Stickerkiste noch das gefunden. Kann ich eigentlich auch da drauf machen. Zum Geburtstag alles Liebe. Passt ja auch sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das auch hier drauf kriege. Aber sieht gut aus. Den Überschuss schneide ich einmal weg. Das ist jetzt eine titanbeschichtete Schere. Da ist es nicht ganz so schnell, ja, so ganz so schlimm, dass ich da jetzt mit dem Kleber hantiere. Also, dass ich jetzt diesen Überschuss wegschneide. Bei manchen Scheren ist es nicht so gut, dann werden die natürlich schnell stumpf, aber bei der ist das nicht so schlimm. Jetzt gucke ich einmal, wo ich das hinhaben möchte. Ich denke mal, hier unten finde ich es ganz gut. So, ja. Da kann ich jetzt entweder mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, das werde ich auch machen. Oder man kann auch mit Pads arbeiten, aber ich will das jetzt nicht zu dick werden lassen. Also kommt das nur so dahin. Vielleicht auch hier nochmal so ein Stern. Klebe ich einmal hier und hier habe ich auch noch so kleine, dann kommen die auch noch da drauf. Ist auch noch ein bisschen Glitzer dabei. Ja, das sind jetzt meine heutigen Karten. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, sind schnell gemacht und ich habe mal wieder etwas Designpapier verbastelt und es ist ja ein winterlicher Geburtstagsgruß, finde ich ganz schön so. Ihr könnt daraus natürlich auch Weihnachtskarten machen. Ich finde, die sind auch sehr neutral, nicht zu überladen. Das gefällt mir, ist auch sehr gut für Männer geeignet. Ja, das war's für heute. Bleibt gesund, bastelt euch glücklich. Eure Tanja. Tschüss.